Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Outlook-Tutorial. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie man bei Outlook eine Mail als PDF speichern kann. Das ist eigentlich sehr einfach, aber ich zeige euch das trotzdem. Dafür öffnen wir zunächst Outlook und müssen das Postfach bzw. die Mail auswählen, die wir speichern wollen. In diesem Fall ist das hier mal so eine Testmail von meiner Webseite und die öffnen wir mal. Nun gehen wir oben auf den Reiter Datei und gehen auf Drucken. Und hier gibt es jetzt diese Möglichkeiten, Microsoft Print to PDF. Manchmal gibt es das auch noch von anderen, zum Beispiel mit PDF24, ist ein Programm, das auch PDFs erstellen kann. Sowas müsst ihr nehmen, das wählt ihr einfach aus, dann auf Drucken. Dann müsst ihr noch auswählen, wo wollt ihr das denn hinspeichern. Dann nehmen wir einfach mal Test und dann auf Save. Und dann wird das gedruckt. Machen wir das jetzt zu mit Outlook, sehen wir, dass hier jetzt oben unsere Test-PDF ist. Und die sieht dann eben so aus wie unsere Mail. Hat alles gut geklappt. Hier oben sehen wir auch, dass gewisse Elemente noch verlinkt sind. Zum Beispiel die Mailadresse oder hier eben diese URL. Funktioniert also alles einwandfrei und ist sehr einfach zu lösen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Chavo. Ciao.